Hallo, mein Name ist Clemens Mittlinger, ich bin Liedermacher und evangelischer Pfarrer und ich gestalte, wann immer es mir möglich ist, sonntags zu einem meiner Lieder eine Liedandacht. Heute soll es um das Lied gehen, This Little Light of Mine, I'm Gonna Let It Shine. Wir haben den vierten Advent. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Gott gab uns ein Licht, schau nur wie es scheint. Gott gab uns ein Licht, schau nur wie es scheint. Gott gab uns ein Licht, schau nur wie es scheint. Wie es scheint, wie es scheint, wie es scheint. Wir sind nicht allein. Schau nur, wie es scheint. Wir sind nicht allein. Schau nur, wie es scheint. Wir sind nicht allein. Schau nur, wie es scheint. Wie es scheint, wie es scheint, wie es scheint. Wir haben heute den vierten Advent und ich habe in den vergangenen Sonntagen vom ersten bis zum vierten Advent heute jeweils die Kerze angezündet für den Adventskranz. Der ersten Kerze haben wir den Namen gegeben, Zeit. Der zweiten Kerze haben wir den Namen gegeben, Begegnung. Der dritten Kerze haben wir den Namen gegeben, Frieden. Und die vierte Kerze heißt Hoffnung. Vier Kerzen brannten still am Adventskranz. So still, dass man hörte, wie die Kerzen zu reden begannen. Eine der Kerzen rief, ihr Schwestern, ihr Schwestern, ich habe gehört, dass Wind für uns gefährlich ist. Darauf antworteten die anderen, fast wie im Chor, davon kannst du ausgehen. Vier Kerzen brannten am Adventskranz, so still, dass man hörte, wie die Kerzen zu reden begannen. Die erste Kerze seufzte und sagte, ich heiße Zeit. Mein Licht leuchtet, aber die Menschen haben keine Zeit, obwohl sie doch so viele Zeit hätten, aber schon gar nicht in der Advents- und Weihnachtszeit, haben und nehmen sie sich Zeit für das Wichtige. Ihr Licht wurde immer kleiner und verlosch schließlich ganz. Die zweite Kerze flackerte und sagte, ich heiße Begegnung, aber ich bin überflüssig. Die Menschen sind zu sehr mit sich beschäftigt. Die Menschen im Lockdown entwickeln zu wenig Fantasie, wie sie sich begegnen können, auch in den Familien ganz neu. In diesen Zeiten begegnet man sich nur noch im Internet oder über Smartphones. Es hat keinen Sinn mehr, dass ich brenne. Ein Luftzug wehte durch den Raum und die zweite Kerze war aus. Leise und traurig meldete sich nun die dritte Kerze zu Wort. Ich heiße Frieden. Ich habe keine Kraft mehr zu brennen. Die Menschen schaffen es einfach nicht, Frieden zu halten und Frieden zu schaffen. Und da, wo Frieden ist, merken es die Leute noch nicht einmal und sind nicht dankbar dafür. Und mit einem letzten Aufflackern war auch dieses Licht ausgelöscht. Da kam ein Kind in das Zimmer. Es schaute die Kerzen an und sagte, aber, ihr sollt doch brennen und nicht aus sein. Und fast fing es an zu weinen. Da meldete sich auch die vierte Kerze zu Wort. Sie sagte, hab keine Angst. Solange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen wieder anzünden. Ich heiße Hoffnung. Mit einem Streichholz nahm das Kind Licht von dieser Kerze und zündete die anderen Kerzen wieder an.
ist er nun wieder. Unser Adventskranz vom vierten Advent. Und die vierte Kerze heißt Hoffnung. Es gibt ja den Satz, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber es gibt auch die wunderbare Ergänzung, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie steht auch als erste wieder auf. Und davon leben wir als Christen. Wir leben aus der Wirklichkeit der Auferstehung. Wir haben eine Hoffnung, die über die Hoffnungen dieser Welt hinausgeht. Jesus ist auferstanden und begleitet uns auf unseren Wegen auch durch diese Zeit. Dafür steht auch dieser Adventskranz. Und er kündigt die Geburt Jesu an, das Kommen Gottes in dieser Welt, in diese Welt. Gott wird Mensch, damit wir lernen, Mensch zu sein. Sein Licht weiterzugeben, sein Licht zu tragen hinein in diese Welt, in die Dunkelheit dieser Welt. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Dieses kleine Licht, das Gott mir geschenkt hat, dieses Leben in mir, dieser göttliche Funke, den möchte ich weitertragen, in diese Zeit hinein. Daran erinnert uns die Adventszeit. An das Licht, an die Begabungen, an die Hoffnungen, an die Möglichkeiten, die uns gegeben sind und die wir einsetzen können, da wo wir sind, in unserem Umfeld. Dass wir andere neu beachten und dass wir nicht allzu ungeduldig werden. Adventszeit heißt doch immer auch warten. Warten auf das, was da kommt. Und wir warten in diesen Tagen ja auf verschiedene Dinge. Die meisten von uns warten auch auf einen Impfstoff, damit wir Covid-19 endlich in den Griff bekommen. Damit wir nach und nach zurückkehren können zu einem Leben, wie es davor war. Und lernen können, diese Welt neu und anders zu gestalten. Das Licht, das hoffnungsvolle und lebensspendende Licht, ist ja ein zentrales Bild in der Bibel. Gleich am Anfang heißt es, es werde Licht. Gott sprach, es werde Licht. Es ist ein Licht, das die Weisen vom Morgenland leitet hin zur Geburt Jesu. Und Jesus sagt von sich selbst in den 7 Ich-Bin-Worten, ich bin das Licht der Welt. Kein Scheinwerfer, der dich blendet und in die Ecke treibt. Kein kaltes Neonlicht, das deine Arbeit überwacht. Ich bin ein Licht, das flackernd leuchtet in die Nacht. Ich bin das Licht der Welt, in der du lebst. Ich leuchte dir auf deinem Weg. Hab keine Angst vor den Schatten. Sie gehören zu dir und sie gehören zu mir. An ihnen erkennst du, ich bin da. Denn wo Schatten sind, da ist auch das Licht. Ich bin das Licht, das dich erleuchtet und das dir hilft, zu dir zu stehen, zu Licht und Schatten. Dich neu zu sehen im Licht der Liebe und loszugehen hinein in die aufgehende Sonne. Seid behütet, euer Clemens Bittlinger.